stehe hier im Würmtal. Diesmal auf der anderen Seite Richtung Weilerstadt. Und man wird es nicht glauben. Wir stehen hier vor einer waschechten Pyramide. Durch die blühenden Bäume, jetzt natürlich ziemlich verdeckt, aber wie schon von mehreren YouTube-Kanälen berichtet, handelt es hier eindeutig um ein Bauwerk. Hier geht es ziemlich steil hoch, oben die Spitze. Das ist die vordere Seite, sieht man hier, Dreieck, hier geht es runter, Kante, und auf der Seite kommt die Kante runter. Man sieht hier auch, dass dort eindeutig Felsen aufgestellt sind an der Spitze. Ja, leider jetzt schlecht zu erkennen, aber ich habe gedacht, jetzt bin ich gerade hier in der Gegend gewesen, auf die Schnelle, vertrete ich mir mal die Beine und mache gleich mal ein paar Aufnahmen. Jetzt erstmal so in grobe. Da geht die Kante wieder hoch, die Seite, bis oben. Da drüben ist ein Steilbruch, hinter eine ganze Bäume, die auch schon gezeigt wurde. Und hier haben wir das schöne Würmtal, zieht sich hier breit von Merklingen kommend, geht es hier weiter nach Hausen und dann weiter über Mühlhausen runter Würm, Pforzheim. Mühlhausen, da wohne ich, das ist meine Heimstätte, also ist das alles vor meiner Haustür sozusagen. Hätte ich damals auch nicht gedacht, bin schon mit den Kindern hier rumgestiefelt, aber da hat man an sowas noch nicht gedacht. So, da läuft ein Weg hoch. Man sieht da drüben die Kante, das war ein alter Weg, wo der hochgelaufen ist direkt. Aber da komme ich jetzt schlecht durch. Ich habe heute auch nicht meinen Kampfanzug an, um durch das Dickicht hier zu latschen. Wenn man da rauskommt. Stehen auch wieder so gewaltige Bäume rum.
Also irgendwie auf deine Bauten gefällt es denen besonders gut. Das sind richtige Kracher manchmal. Ja. Da geht's runter. Hauptstraße. Ah, da könnte man vielleicht ein bisschen hochkraxeln. Weil da vorne wird es zwar immer niedriger, aber steil bleibt es trotzdem. Aha. Geht schon, und auch steil, ja. Gelände. Da wieder ja, stattliche Eiche hier. Wo sitzt er? Man sieht ihn nicht, der Kerle. Aber begrüßt mich hier freundlich. Das ist ja schon mal was. Ah, da oben ist die Kante. Bleibt so steil. Aber hier steht was Gewaltiges. Hey, wahrscheinlich. Ups. Das ist ein Mordstamm. Und da gehen zwei Eiche raus hier. Riesig. Ein locker 5-6 Meter Umfang unten. Wahnsinn. Riesenteil. Noch so ein gewaltiges Ding mit einer riesen Krone. Oh, herrlich. Wahnsinnig. Das ist nur Eusstamm hier. Aber der hat auch locker 4 Meter, 4 bis 5 Meter unter Umfang. Ja, entweder gehe ich jetzt mal hier hoch oder ich komme da nicht mehr hoch. Da sitzt er irgendwo. Da ist gut, Schreiter, also probieren wir es. Mit Anlauf.
Oder doch noch ein Stückchen weiter nuff. Vielleicht doch besser. Gucken wir uns die gewaltige Eiche hier noch an. Wahnsinn. Die sind echt uralt. Die wachsen alle hier an dem Hang am Kamm entlang. Da oben ist schon ein Feld. Da wirst du nicht viel laufen können, würde ich sagen. Mal früher Wiese, jetzt haben sie es abgebaut. Jetzt sind wir auf jeden Fall mal da oben. Auf dem Kamm. Aha. Da sieht man schon die eingefallene Mauer hier rum. Was von da vorne gekommen ist. Ja, hier sind sie umtrampelt, man sieht's. Mal gucken. Ja. Ja. Hier sind die Steine. So. Sind wir da oben? Auf der Höhe. Da hinten ist Münklinger, ist das. Und hier am Rand kann man runterlaufen. Da laufe ich jetzt mal ein Stückchen runter. Mal sehen, ob man da unten nicht wieder rauskommt. Ja, da sind schon viele gelaufen. Das ist der. Ja, da unten kommt die Wiese. Ah ja, doch. Ich halte das Stück leer. Ja. Oh ja, da geht's noch. Ja, hier sind einige verdächtige Hügel. Da drüber in Münklingen. Oben drüber soll ja auch was sein. Da bin ich auch noch nicht dazu gekommen. Da kann man auch mal ein Spaziergang länger machen. So, jetzt sind wir durch. Das sind die Eiche. Die riesige. Ja, gewaltige Krone, ja. Ja. Sieht doch klasse aus. Solche Bäume hier. Da ist der mit den zwei Stämmen. Herrlich. So, dann gucken wir mal, wo wir da unten in das megalithische Bauwerk reinkommen.
da überhaupt einen Eingang gibt. Aber das sieht ja auch schon hier. Da war ja der Rand unter der Straße und hier kommt nochmal so ein Schräge rauf. Also haben wir hier alles unterkellert, also untertunnelt oder wie man sagen will, das Bauwerk hier. Kann schon sein. So, jetzt bin ich gespannt, ob es da weitergeht. Sind wir schon da oben. Gucken wir mal da. Aha, da war der Terrasse und ein Stückchen weiter ist der Weg, wo wir rauf sind. Also das ist schon auch wieder so terrasseförmig hier angelegt. Da geht's runter. So sieht's aus. Aha, da hinten. Also da geht's auf der Pyramide nach oben. Noch ein Stück. Und das haben sie hier als Naturdenkmal ausgewiesen. Naturfreunde. Aha. Okay. Ja, ist schon sinnvoll. So. Und hier geht es aber schlagartig nach unten. Hä? Mein lieber Scholli. Gewaltig. Gewaltig geht es da nach unten. Mal gucken. Kante. Ich glaube, hier ist am besten zum Runterkommen. Da eine, aber alles Mosch, da kannst du nicht abheben. Da kannst du dich nicht abheben. Wenn sie da runterbrezelt, ist Pfingst da auch vorbei. Aber ich habe ja meine Schmiedchen-Schleicherschuhe. Die hebt. Aha. Das ist jetzt das obere Ende. Da ist auch eine Ecke hintereinander. Also das sieht für mich auch gesetzt aus da unten. So brechen die nicht auseinander. Warum auch? In der Richtung. Also. Das glaube ich nicht. Und auch hier ganz glatt eigentlich da, die Wand rüber.
Geht es auch hoch auf der Seite. Also hier, die Seite geht es hoch und hier geht es hoch. Also sind, so wie es aussieht, zwei Gebäude. Mal gucken, wo man runterkommt. Das ist jetzt ein normaler Riss, so sieht es aus. Aber nicht wie der dahinter. Oder hier. Das ist auch nicht normal. Denke ich mal. Oben sieht man die kleinere Steuer, also aufgesetzt zum Kern oder was weiß ich. Eventuell. So. Jetzt müssten wir da runter. Hätten wir so eine Leiter mitnehmen. Na ja, und der hebt nicht arg da. Der hebt nicht arg. Der da hebt, aber der ist zu weit weg. Ja, ich glaube da hin. Gehen wir nicht nochmal. Da gehen wir da rum. Gucken wir mal so. Spinnenfeder. Und oben sieht man auch die gesetzte Blattersteine, die kleine. Also was sie da aufgesetzt haben, das obere Teil. So besonders aus. Ah, dahinter geht es auch ganz schön auf. Ja. Da kommen wir wahrscheinlich auch nicht runter. Da wird es auch bloß höher dahinter. Jetzt hier noch am besten aus. Vater hier ist morsch. Der ist morsch. Da unten wären wir ein bisschen weiter unten. Auf den. Das Gewissen hat man leider mitgenommen. Erläutere. Na gut,
überlege mal geschwind das Ding da her. Na, gucken wir mal, wie wir da hinunter kommen. Ah. Wir sind unten. Fast ganz unten. Ohne Pressure. So. Jetzt gucken wir mal da. Und schon. Trümmer hier. Geht aber nicht runter. Das sind immer so Trümmerteile. Die sitzen da drauf, auf dem da. Also das ist hier terrassenförmig. Ist das gesetzt hier mit den riesen Brocken. Bin ich überzeugt. Genauso hier. Das ist halt eingeflogen. Die Teile hier. Ja. Das sind gesetzte Brocken. Eindeutig. Alles gesetzt. Ah, die geht auch. Sitzt da noch das Fundament hier und da sieht man auch wieder die Kante. Hier der Bröckel, ganz klar. Hier auch die Bearbeitungsspuren auf den 10 Tonner hier Minimum. Yes. Jetzt gerade weiter. Ja, die Hänse, das ist von da oben runter gerutscht, teilweise die dicke Brocken. Mm-hmm.
Ja, hier auch. Wahnsinn. 3 Meter auf den Meter. 2 Meter hoch, fast. Die wiegen schon was hier, die Klötze. Ja, das Ding hier. Brutal. Unheimliche. Unheimliche Brocken hier alles. Gott, ziemlich steil noch. Zieht sich ganz nur. Da kommst du nicht durch. Müsstest du da oben rumlaufen. Jetzt guck ich mal. Da haben wir vielleicht einen Durchgang. Ist eher. Sieht es eher so aus. Kommt noch besser noch mehr. Da geht's neu. Na, weit nicht, aber. Ich weiß nicht, wie es rauskommt. Die Sonne spiegelt hier richtig. Mal sehen. Ob man überhaupt was sieht nachher. Was sind die Klötze? Ja, da unten drunter. Die bearbeitete. Also, wie kommt der da runter? Ja, wenn man als erstes nachsetzt, oder? Logischerweise. Und die Geräte drauf da hier, die 20, 30 Tonnen drauf geschichtet hier. Ja, dann mal die Mauer an hier. Gewaltig. Es blendet richtig jetzt. Ist auch alles voll mit Brocken und zugeschmissen hier. Na, gerade so wieder noch. Brutal. Ja, ich hab's ja schon, wenn man es auf den anderen Videos sieht, an den Kollegen da, das sieht schon eindrucksvoll aus, aber wenn du davor stehst, ist das nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ja. Da ist das nochmal eine ganz andere Hausnummer. Wir sind von da unten locker. 6 Meter bis da oben. Das ist also entweder geschichtet, sieht ja geschichtet aus, oder ist von oben runter. Von oben runter gerutscht auch manche so, wie es aussieht. Hier nach unten. Manche so hergestellt. Hoppla.
bisschen in Schatten gegangen. Manche so hergestellt. Also sieht nicht aus wie jetzt so eine Mauer, wo man sich denkt, ja, das ist so megalithisch, sondern sieht eher aus wie so auf Reserve gesetzt oder keine Ahnung. Ja. Ja, weil sonst sieht man ja die Mauer hier ohne Fuge, sauber. Also für mich sieht es aus, wie wenn es da irgendwie, also entweder runtergeschuckt und da gerade halt, dass nicht alles übereinander fliegt, aufeinander gesetzt von oben her. Oder aber sie haben es hierher gebracht, von weiß Gott woher. Und das haben sie hier gesammelt und haben es halt so aufeinander gesetzt. Ja, möglich. Weil nach einem Gebäude jetzt richtig so sieht es nicht aus. So wie es jetzt hier liegt. Natürlich war da schon irgendwo mal was, aber. Mal ein bisschen aufräumen hier. Dass man durchkommt. Da geht's nuff. Da ist drunter. Also. Die Sonne bläst genau daher jetzt. Gewaltige Brücke. Gott sei Dank. Wahnsinn, da unten auch wieder die unterste. Ja, dahinter geht's weiter. Zu hell. Mal das da an, wie das aussieht. Wahnsinn. Handy hier überfordert mit der Lichtqualität. Wahnsinnsbrock. Ja, also. Den Karwenzmann an. Der sitzt da noch auf den Kleine drauf. Also gerade ist ein bisschen. Wahnsinn. Und da geht's hoch. Das da oben ist die Spitze vom Bauwerk. Also locker so, ich schätze mal, ja, 30 Meter, 40, ja, 30, 35. Oh, das sind schon gewaltige Wäscher hier. Wie willst du die hier setzen, gell?
ist eine gute Frage. Und das Fundament eigentlich unter. Man sieht auch hier im Berg, wie die Steiner im Berg drin sitzen dort. Hochbaut. Ja. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass die da hochbaut waren, da wo jetzt das die Terrasse ist, schräg nach oben. Und da sind sie alles hier runtergesetzt und hier eine Mauer aufgehäuft. Weil wegbringen, wohin mit dem Scheiß? Also haben sie es da aufgesetzt. Aber man sieht halt nicht mehr, dass das da ein komplettes Bauwerk war. Könnt ihr jetzt mir vorstellen, warum das so ist. Da auch. Geht's auch noch. Sagenhaft. Ja, das ist nicht ganz so hoch wie da drüber, aber 20, 30 Meter bis noch ganz oben hat das Ding auch. Und wenn das ganze Ding mal zudeckt war, also dass man hier, dass das hier praktisch der Raum war unter drin und alles andere war abdeckt oben. Und dann ist das alles mal irgendwie zusammengekracht oder zusammengeschmissen worden. Ja, das war irgendwie mal eine Halle oder keine Ahnung, weil so steil nach oben, links und rechts und die Mordsbrocke. Naja, aber ist ziemlich breit. Na gut, mit Stütze vielleicht wäre das schon machbar. Ja, aber die sitzen eindeutig. Eindeutig sind die gesetzt hier. Verschiedene Teile, das sieht man ja. Das ist kein Feld, komplett nach oben. Also, meiner Meinung nach. Andere Leute sagen, das ist normal, die ist halt so verbreselt. Kann auch sein, also ich möchte es nicht mit hundertprozentiger Sicherheit behaupten. Das kann man ja nicht. Ne? Aber, was man schon an andere Sachen gesehen hat, wo eindeutig waren, kann man ja mal vermuten. Weil sonst gibt es ja eigentlich keinen Sinn hier, das ganze Stapelei. Da hat keiner gesagt, du, heute ist Sonntag, wir haben nichts vor, komm, wir stapeln mal so ein paar hundert Tonnen in der Gegend rum. Juhu, da waren alle gleich einig, machen wir mit. Nee, nee. Ein Sinn steckt dahinter. Ist auch nochmal so ein Eck da am Zus. Wie das dran hängt hier.
Da kommt das ganze Ding rum. Ja, scheiße, hell, zu hell. Da ist Wasser. Und da unten sieht man wieder, der unterste ist wieder bearbeitet. Den haben sie als erstes nachgestellt. Ja, wenn man sich so denkt, dass hier die Schräge weitergegangen ist, dann kann das schon sein, dass das hier zu war. Hm? Wenn es da rumgeht. Da sieht man die Steiner. Die hängen hier schon drin im Berg. Das ist alles gesetzt. Eindeutig dann auf. Ja, das sind schon Dreiecksteine hier, eindeutig. Das ist schön auch hier. Das ist nicht natürlich so. Glaube ich nicht. Wenn sie da, weil es ein Floß bauen, weil die Überschwemmung kommt. Lang nicht fertig, da geht es ja noch gewaltiger weiter. Also, das ist wirklich. Ich glaube mal, hier im Würmtal ist das gewaltigste Monument hier, was wir da jetzt zurzeit entdeckt haben. Ja, die sitzt noch sauber hier. Ja, man sieht da hier die Schräge. Und dann geht das Gestapel hier los. Wahnsinn. Da geht es auch steil nach oben. Auch gesetzt hier, sieht man. Was ist das da? Ganz zerbröselt alles. Also da rauf, das ist der höchste Punkt. Das sind von unten 2, 4, 6, locker 8 Meter mindestens. Wenn nicht 10, wenn wir ganz unten von der Talsohle sind es locker 10 Meter. Da geht es rum, ums Eck. Die Bäume zeigen auch an, dass das hier ein besonderer Ort ist. Ja, da auch. Hier walten Energien. Oder sich Wasseradern unter. Das kann ja auch, das ist auch Energie, natürlich Wasser. Mal das Ding an da, das sieht aus, wie wenn sie da der Eingang zugemacht hätte. Nicht? Der Balken geht oben ganz rüber, könnte also schon ein Sturz sein. Und dann haben sie den hier reingeschoben. Aber auf der Seite
Vielleicht war das mal der Eingang da drüber in die Kammer und hier war zu. Möglich. Möglich ist alles. Und immer wieder solche Steine mit Rille. Das hier ist auch bearbeitet. Und hier, das sind doch Abbildungen. Das da unten ist doch ganz klar ein Männle zum Beispiel. Ne? Da nochmal eins daneben. Und da oben in den Feldern. Also ich habe so ähnliche Sachen auf YouTube auch schon gesehen und da hat es geheißen, das sind uralte Felszeichnungen. Die haben genauso ausgesehen. Die haben genauso ausgesehen. Jetzt hier schon verwittert. Kann schon sein. Ja, die Stecke. Ja, aufpassen. Zack. Auf der Seite ist eingeschmissen, das sieht man. Das ist nicht gestapelt. Da sind sie von oben her da runter geschuckt. An der Seite auch. Das Eck. Da geht es aber auch richtig steil auf. Weiter her, da blendet Sonne nicht so. Da ist die andere Seite, da ist vorne, wo ich parkt habe. Kommst du da raus? Ah, ein Haufen so Mugge, die fliegen da ins Auge. Ich will doch mal eine Brille aufsetzen. Ich kann jetzt gerade noch brauchen, so Viech da rumscharren. So, ein bisschen abgesichert. Ja, da kommen die Dinger runter. Das sieht man auch. Da hängen noch so einige oben drin. Ja, wo sie da hier schon runtergeschuckt haben. Wahrscheinlich ist dort Kraft ausgegangen. Wenn man das Ganze schon bewältigt hat, haben sie gesagt, hier, leck mir den Arsch, ich mach nichts mehr. Das kann auch sein. Den Abusmenschen. Ja, aber hier ganz nuff. Ja, und oben sieht man es auch. Schade.
bearbeitete. Unter. Kommen die Bäume her? Haben sie die extra da reingeschmissen oder was? Der ist doch da nicht gestanden, oder? Man sieht doch hier keine Wurzel und nichts. Ah doch, da. Da hat es einen Umblasen. Ja, da geht es auf. Da oben hängen die Dinger drin, das ist eindeutig. Eindeutig war das oder hieß es Pyramide, sagen wir mal. Wir haben solche Oschis verbaut hier. Aber halt, ich denke mal, noch vor den Ägypter. Weil so schön geformt wie die Steuer haben die hier nicht. Die haben halt das genommen, was sie da hätten und haben gebaut. Ne? Und dann hat sich das wahrscheinlich dann auch entwickelt. Später mal. Keine Ahnung. Na, guck mal das an hier. Ich sag mal, das ist älter wie Pyramide, wie das ganze Gesochse da. Das ist eins von den ältesten Bauwerken, wo es gibt. Hundertprozentig. Mal das an hier. Da oben sind noch Bohrungen drin. Unterhalb. Wahnsinnsmäßig. Und darum sieht es sauber aus. Also. Kann keiner sagen, dass das nicht gesetzt ist hier. Das sieht auch noch ein Ding aus hier. Zeiche, vielleicht eine Rune, ich weiß es nicht. Natürlich kenne ich solche Sachen auch immer später. Macht war das sei. Da ist man sich nicht sicher. Oh, schon wieder vier. Der Kaffee ruft. Zum Glück bin ich da am Ende. Jetzt gucke ich, dass ich da wieder raufkomme. So für ein einigermaßen Überblick haben wir jetzt da mal gekriegt. Wie das hier aussieht. Mit eigenen Augen gesehen. Ja. Wird halt als Naturdenkmal deklariert. Aber ja, Natur. Die Steiner sind schon Natur. Aber gesetzt hat es ein anderer, nicht Natur. Ah, rechteckige Stäule unter den schwersten Dinger drin. Also, ja, das ist gigantisch. Also da fällt mir jetzt natürlich außer so die Burger, was nur so alte, aber hier von tatsächlich so was Ursprüngliches gibt es hier, das gibt es in ganz Europa nicht, solche gewaltige Dings. Das kannst du nur mit. Ja.
Die anderen sind Pyramide, jetzt in Yucatan oder sonst was, aber die sind alle später gebaut worden. So in der uralten Form kenne ich jetzt nichts, was so gewaltig ist wie hier der Dings hier. Gut, ich kann mir Deutsch, ich kenne ja auch nicht alles, aber das, was ich so bis jetzt gesehen habe, und ich verfolge ja der Däniken auch schon seit die Wendler praktisch, kann man sagen. Und er hat mich auch inspiriert, in ein bisschen in der Richtung. Gott sei Dank, muss ich sagen. Dann stehe ich heute auch noch rumlaufen mit Scheuklappen. Aber okay. Gut, das war's. Jetzt gucke ich mal, dass ich da wieder raufkomme. Das war jetzt eine kleine Episode zur Pfingsten. Mal gucken, vielleicht langt man es heute noch oder morgen stelle ich es rein. Und dann wünsche ich viel Spaß. Dann wünsche ich auch noch einen schönen Feiertag. Habe ich gestern schon gemacht, beim letzten. Aber doppelt hält besser. Und bleibe gesund und mir gewogen. Bis dann. Man sieht sich. Ciao.